So, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi. Heute habe ich für euch einen Blister der Serie von Lego Nexo Knights, der Serie Nummer 2. Hier drin enthalten 25 Karten plus eine limitierte Goldkarte. Und hier steht noch inklusive 5 Spezialkarten. Ein Blister kostet 4,99 € und hier ist die Rückseite. Schauen wir mal, ein ganzes Set gekauft damals mit Display und Blistern und ja und so weiter. Und ich öffne das jetzt gleich nach dem Intro. So, ich hoffe, es interessiert ein paar von meinen Abonnenten hier, Lego Nexo Knights. Mal kein Fußball oder sonst was, heute gibt's Lego Nexo Knights. Ja, dann schneiden wir das mal auf hier. Ich dachte, ich mache mal was anderes außer immer Fußball. Raus hier. Oh, so, jetzt haben wir es. Müll. Schere auf die Seite. So, das hier ist die limitierte Gold, glaube ich. Ja. Das ist mächtiger General Garg. Na, willst du fokussieren? So, genau. Hier steht LE13, also die Nummer 13 ist das hier von der limitierten Karte. Ich nehme euch jetzt mal weiter runter hier. Jetzt hat sich hier meine Kamera verdreht. So. Hier kann man mal reinschauen. 5 starke Sammelkarten hier. 170 Sammelkarten verfügbar, davon sind 32 Spezialfolienkarten und 10 super starke Ultrakarten. Was jetzt ein einzelner Booster kostet, müsste ich gucken. Ich glaube, ich würde mal sagen 1 €. Aber ich will hier nicht lügen. So, dann öffnen wir mal den ersten Booster. Und da haben wir, ich glaube, das ist eine Spezialfolienkarte, aber genau weiß ich nicht. Das ist Super Steinstampfer Team. So, dann kommen hier, glaube ich, die normalen Basekarten oder was das, wie die heißen. Meinard. Ich hoffe, ich habe den jetzt auch richtig ausgesprochen. Dann haben wir hier DJ Robo anstatt DJ Bobo. Ich weiß nicht, ob jemand von euch DJ Bobo kennt. Bestimmt. So, dann haben wir hier eine Fahrzeugkarte. Merlock Robo. Jeweils am Anfang deines Zuges darfst du einen Ablagestapel in dein Deck mischen, solange diese Karte aktiv ist. Dann haben wir die auch mal extra hier. Dann haben wir hier nochmal eine Fahrzeugkarte. Das steht hier auf der Seite. Da steht dann Rumpel. Der Bonus gilt nun, wenn dein Gegner gleich viele oder mehr Verbündete in der Arena kontrolliert. So, da kommen wir schon zum zweiten Booster hier. Insgesamt sind es 5. So,
schöne Rascheln des Öffnen des Boosters. So, hier haben wir Spielregeln. So, dann schauen wir mal. Ich glaube, den müssen wir mal drehen. Und hier die auch. So. Hier haben wir dann eine Action-Karte. Was steht da? Kombo, Mexokraft, Magnetstein, Falke. Lege die Karte auf einen deiner Verbündeten. Alle benachbarten Karten des Gegners wandern auf dessen Hand. So, die kommt dann hier drauf. Dann haben wir hier Mutiger Clay. Hier hätten wir Mutiger Axel. Axel. Dann haben wir hier eine Puzzlekarte, denke ich mal. Und hier noch ein. Passen die irgendwie zusammen? Ich glaube bestimmt nicht, oder? So rum? Nö. Das ist die Nummer 92 und hier haben wir die 101. Also passt da nicht. So, da haben wir hier dann die. Hier haben wir dann die Puzzle-Karten, hier haben wir die Action-Karten, die normalen Base und die Fahrzeugkarten. Seht man das überhaupt? Immer so sieht man es. So, soll ja schon seine Ordnung haben. Ihr wollt ja bestimmt sehen, was ich gezogen habe. So, hier hätten wir dann gemeiner Rex. Machen wir die hin. Ich glaube hierher, oder? Dann haben wir hier Mutiger Mazi. Oder Mazi. Hier haben wir Mutige Königin Halbert. Hier hätten wir dann Schimmliger Schinken. Okay. Dein Gegner muss seine Hand vorzeigen, alle Helden von seiner Hand abwerfen. Das ist eine Actionkarte. Machen wir dann hier hin. Nochmal eine Actionkarte. Versteinern. In diesem Zug erhalten sie alle Schurken. 40 auf alle Werte. So, vorletzter Booster. Ich hoffe, euch gefällt sowas. So, hier brauche ich keinen zu drehen, das ist sehr schön. So, dann haben wir hier, ich denke mal, das sind die Spezialfolienkarten. Mega Maisie oder Masi. Alle Helden in der Arena erhalten plus 10 auf alle Werte, solange diese Karte in der Arena liegt. So, hier haben wir dann Geröll Kroll. Hier hätten wir die bösen Harpien-Schwestern. Die sehen aber wirklich böse aus. Hier eine Spinne. Das ist bestimmt Itzam. Dann haben wir hier Quackmaske. Durchsuche dein Deck oder deinen Ablagestapel nach einer beliebigen Karte. Nimm sie auf die Hand, mische dein Deck. Das ist eine Actionkarte gewesen. Hier haben wir dann wieder eine Fahrzeugkarte. Aaron's Klettermaxe. So. Und letzter Booster. Falls ich noch mehr solcher Booster, also Blister oder sonst irgendwas aufmachen sollte, könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben. Würde mich ja mal interessieren, ob sich welche dafür überhaupt interessieren für diese Serie. Ich weiß, es gibt ja schon die aktuelle, die Dreier-Serie. So, hier haben wir dann wieder eine Spezialfolienkarte, glaube ich.
Ultra Action Aaron, die gefällt mir ja immer richtig gut. Lego ist sowieso immer richtig cool. So rum, einmal drehen. So, dann haben wir eine Base-Karte. Steiner. Vater und Sohn wahrscheinlich. Dann haben wir hier alter Steingröhl. Sieht aus wie ein Grabstein. So, dann haben wir hier wieder eine Fahrzeugkarte. Langes Robo-Pferd. Ziehe eine Karte, wenn du einen gegnerischen Verbündeten aus der Arena entfernst. Dann haben wir hier noch eine Fahrzeugkarte. Steingefährt. Drehe einen gegnerischen Verbündeten um 180 Grad, wenn du diese Karte spielst. Ja, das war es mit dem Blister hier. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und falls du noch kein Abonnent bist, könnt ihr es kostenlos tun. Ich würde mich darüber sehr, sehr freuen. Ich hoffe, euch hat. Und schaltet wieder ein beim nächsten Video. Und